Jo, meine Flüte und ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Star Trek Resurgence zusammen mit Toni. Hallo. So. Und wir machen mal Play. Line of Fire. Da hatten wir aufgehört, offensichtlich. Genau, in der Schusslinie. Also, wenn ich Line of Fire lese, muss ich irgendwie an so einen ganz uralten Clint Eastwood-Film denken. Okay, soll unsere Konsole leuchten? Kimmy got everything she's got, but it doesn't make a difference. Something is actively slowing us down. Keep trying. What's the situation in engineering? I can't raise them. Internal comms are down. It's the ionic interference. It's spiking again. If we reinitialize the central communications trunk, it should compensate. If I may, Captain, communications are critical to ship operations, and I should go take care of this. Go. Ja, der macht wenigstens noch seinen Job. Ja. Oh, die Musik ist wieder lauter als der Text. Ja, ist mir auch gerade so aufgefallen. Achso, andere Seite da. Den muss ich drücken. Musik. Und nochmal wieder eins runter hier. Ja. So, was haben wir denn da? Ich bin offen für Ihre Vorschläge, würde ich sagen. I'll consider any suggestions from my first officer. Nein, die bremsen uns aus, glaube ich. We're being pulled out of warp. Oh. The Aphelion is closing on us, and fast. Ui. Ein Riesending. Mhm. We're being hailed by the Aphelion. Galvin demands to be heard. On screen. You thought you could run? That I would let you escape so easily after taking what's mine? How pathetic and predictable. At least you can take solace knowing you'll be a far braver to calm than you were as a cowardly Kobliad. Is it any wonder your people perished? If your every instinct is to run from a fight. Ja. Einfach mal ein bisschen zurückdrohen hier. Ja. You can threaten us all you want, but Starfleet is already on their way. And you'll have more to contend with than just us. Then you've done me a favor. We both know I hold your fate in the palm of my hand. Crush you in an instant if I so desired. And as much as I'd like to, you have another purpose to serve. As one of us. Oh. Red alert! Handar, get us out of here! Ich würde wegfliegen. Mhm. Das erinnert mich an die Dings. Wir sind an die Scimitar, oder? Ja. Evasive maneuvers. Ja, aber schnell jetzt. Okay. Hans erwischt, glaube ich. They've hit the engineering section. Oh oh. Okay, aber die leben noch. Ja, aber sie sind nicht mehr sie selbst. Hm.
Ja. Oh shit. They were targeting the crew, not the ship. Captain, we have to respond. Hit him in the mouth. What are your orders? Als nehmen. Phaser, würde ich sagen, gegen Schild und Phaser. Fire phasers. Target the source of the beam. Mann, beides hätte keine wirkliche Auswirkung bei der Größe. Glaube ich mal. And its shields are fully intact. It's too powerful to take head on. Damage report from the lower decks. I still can't raise them, Captain. Could be that the system's down. Or that was the Takan bioforming ray. And there's no one left down there to respond. The Takan may already be on this ship. X, oder? X, ja. Yet. Seal the bridge. No one gets access without my permission. I think that's for the best. Here are your new tricorders. Ja, cool. Wir kriegen neue Tricorder. Now go. Get to the transporter room. Okay. Ja, auch, oder? Ja. Okay, laufen, 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 laufen. We don't know who's on what side, Carter. Naja, denn auf Betäubung stellen und erstmal alles niederballern, ja. Oder? Ja, genau. Mach die Korridore. Ja, ich auch. So diese Übergangsphase, so Constitution-Klasse, Galaxy-Klasse, ja. Ja. Und die Rollstuhl-Tür-Flug mag ich sehr gern, hast du ja auch schon mal gesagt. Ja. Also manchmal hört er einfach auf zu rennen, ich weiß nicht warum. Ja, ich glaube, das ist die Engine. Huch, oh Gott. Wow. Ui. Super. Transporter Room 1. Du hast ja das Gefühl, ihr habt sich jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Ein bisschen, ja. You're coming with us? A security officer told me your funeral, which I gladly accepted. These are concentrated deridium doses. You need to take the dose as soon as you're exposed for it to be effective. Now, take it right before if you can get the Takan to wait while you do it. Aber nur 4 Schüsse damit? Oder? 0,4 Milliliter wahrscheinlich. Achso, okay. I'm having trouble locking onto the transporter path through the interference. Done this before. Na. I have to align the transporter with the tetrametric signature. Minigame. Das Ding mochten sie irgendwie, aber zumindest ist diesmal eine andere Karte. Ja. Ja, genau. Unten oder oben? Ja, ich muss da hinsetzen, ja. Und dann nächste dann oben durch die Dings durch. Oh. Ich kann den nur nicht weiter nach rechts versetzen, aber das müsste so reichen, ja. Glaube ich, oder? Genau, dann können wir den einfach dann. Ja, genau, so. Müssen wir ganz oben rum? Nö, das sollte schon so gehen. Den anderen bisschen weiter nach links setzen, ne? Den hier. Das geht. Dann nach unten. Ah, guck mal, ja, hier, jetzt genau. Wird's gelb. Kannst sogar noch ein Stückchen runtergehen, aber noch mehr, der gelbe Streifen war noch mehr. Was noch ein bisschen runterziehst, glaube ich. Noch ein Stück hoch. Ja, so? Jetzt, ja, genau, guck, oben die Carrier Beam Modulation, die war ganz mal am Anschlag. Ich glaube, ich will den nächsten noch ein bisschen runtersetzen. Den hier? Ja. Ja, jetzt hast du schon. There's a problem. We don't have enough power to make the jump. I might be able to divert power from the... Oh. Er taucht auch aus dem Nix auf.
The signal is now resolved. I couldn't let you fumble about any longer. Time is running X, short. Oder? A. A? X, ja. Na komm. That's great. You must be Portal 63. Yes. Guardian of the Takan Empire. I'm Carter. Engineer of the Starship Resolute. Aha. Ich habe mir die Folgen gestern auch nochmal angeguckt. Right und? Ja, der taucht sehr spät am Ende auf und da hat er so eine Tüll-Klamotte an. Also so ein ganz billiges Halloween-Kostüm irgendwie. Energize. Es ist halt Staffel 1, ne? So. Ja, ja. Die Ferengi sind so albern dargestellt. Wir wollen Verhandlungen mit ihnen. Oh ja, ist klar. Ja, Armin Schimmerman hat die Stimme von Roger Rabbit gekriegt, ganz schlimm. Okay, Roger Rabbit kenne ich jetzt nicht, aber... Echt nicht? Okay. Nee. Doch, warte mal, du meinst, das ist dieser Zeichentrickfilm, oder? Ja, ja, genau. Mit, okay. Ja, genau. Also der Mischmasch mit Zeichentrickfilm und Realfilm. Ja, genau, genau. In den 90ern. Genau. Mit, war das nicht mit einem von den Belushis noch oder so? Nee, der sieht so ähnlich aus. Du, ach, wer ist denn der? Ja, aber so ähnlich, ja. Okay. Christopher Lloyd hat mitgespielt, der war der Bösewicht. Echt? Der war der Bösewicht? Ja, der war John Stumm. Okay. Mhm. Das hab ich nicht mehr... Der wird von der Dampfwalze platt gemacht, glaube ich, ne? Genau. This is pretty wild, Diaz. You better know what you're doing. We're all counting on you. Na toll. Alter, wir sind Anson. Noch nicht mal Chief. Nee, ich würde mit Dings reden, mit dem Portal. Ja, auch, aber können wir nicht erstmal alle anderen, bevor ich die wieder hier mir wegsperre? Ja, okay. Ja, ich nicht, dass ich den Portal wegsperre, nicht, dass es vielleicht wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die hier wichtiger sind als das Portal, oder? She's taken too many lives. You can't undo that. Ja, ich würde die auch erschießen, nächstes Mal. Die Miranda, wenn sie wieder auftaucht. This is crazy, right? Oh yeah. After this, let's do something really boring. We could replace paneling in the Jeffries tube. Hell, I'd even degauss the plasma manifold. Ich frage mich, ob zwischen den Zweien am Anfang auch die Möglichkeit gewesen wäre, dass da eine andere Love Story draus geworden wäre. Das mit Miranda war ja, naja, hat sich jetzt nicht so ausgezahlt. Ja, genau. The glory of it. This ship is a marvel. Even to me. It's almost a shame we have to scuttle. Marvel, aber wer? Tony Stark? Spider-Man? Ich würde X sagen. Ich antagonisieren. I'll give you that. Resolute, come in! Oh. We're losing cohesion. I'm gonna try to use my tricorder as a pattern enhancer. Oh, schöner Transporter-Soundeffekt. Mhm. Y? Ja. Oh my god. We have to get to the Cartabula and disable it. Hopefully before the battle group shows up. Gets served up for the Aphelion's next meal. I am saturated in Taconian power readings. I can't feel the source just yet. You made us let us crystal formations with intricate patterns and energy low level tetrametric radiation detected. Also wenig Tetrion-Energie. Ja, das sieht aber schon besser aus, wenn es grün ist. Eine Formation von Kristallen mit Radio... Ja. Moderat, okay. Also.
Aber auch ein Phaser? Nee. Bestimmt. Kann mich auch nicht bewegen. Da kann ich mich ja nicht bewegen. Muss ich noch mehr scannen? Es gibt immer drei. Magische drei. Das ist wahrscheinlich jetzt hoch. Ah. This way. I can't reach anyone, at least not on the lower decks. It's like they're all gone. Ist das lustig, dass die Ärztin einfach auf die Brücke kommen kann? Ja. That bioforming ray may have transformed dozens of crew members on the lower decks. This ship could be swarming with resurrected T'Kan. It's only a matter of time before they come to their senses and take action. Which means we have a narrow window of time to cut them off before. Spread throughout the decks. We'll never know who to trust. Lockdown. Ja. Nicht nur mehr Leute unterschicken. Lock down the affected areas immediately. Close the bulkheads and erect the containment fields. No one is allowed in or out without my authorization. There could be crew members who weren't affected who could get locked inside. That's a risk we'll have to take. No. No. Initiating a lockdown now. And what happens if some of the bioformed manage to escape? How should the crew engage them? Or should they? Betäubung. We don't want suspicion to run rampant. We should be cautious. If a situation arises, I want phasers set to stun. Of course. I'll let the crew know to proceed with caution. Ich hoffe, dass wir die anderen noch zurückholen können. Have we heard anything from Commander Ermott? No. And he's been gone for quite some time. Woher weiß sie das denn? War die ganze Zeit auf der Brücke? Nee, eigentlich nicht. The comm system he went to investigate. It's near the affected area. Hat's wahrscheinlich auch erwischt. Commander Ermott. Commander Ermott, can you hear me? Computer shutdown initiated. Oh. Okay. According to this, it was initiated by Commander Ermott. What? Mm. The central computer core will shut down in 10 minutes. We'll lose all critical ship functions. It can only be overridden by the captain at the core itself. That's right. With me. Identify yourselves! We're just trying to figure out what's happening. Ah, to hell with it. Hello. You have to get to the computer core! Go! Master console is up there. I don't have much time. Okay, wieder die Leiter nehmen. Da hinten ist die Leiter. Ach, zum anderen Seite. Okay. Ich meine, wo er sich versteckt, der muss. Ach, hier ist noch eine Leiter. Die hat ja. Wahrscheinlich nehmen. Captain Rydek, it's me, Commander Ermott. Oh. First Officer Westbrook insisted I find you immediately. Let me get this door open. I think I remember the code. I hope you haven't been hurt, Captain. It's not safe here.
I'll get you somewhere more secure. Captain, don't do anything rash. Vertrauen wir ihm oder nicht? Nee? Okay, wow. Sagen die Kampfsequenzen ist mit dem Controller, der so zäh rüberzieht an, im Vergleich zur Maus, ganz schön schwierig. Ja, die Dinger sind besser verankert am Boden. Ja. Ja, komm schon, so. Jetzt. Und durch. Be reasonable, Captain. There's a time to fight and a time to admit defeat. Ist aber auch alles umgekippt, oder? Ja. Wundert mich, dass es überhaupt funktioniert. Computer termination sequence in progress, awaiting Captain's authorization. Immer über die Maus und Tastatur, glaube ich. Ja, mach ich auch gerade so. Wo ist er denn? Huch. Huch. Wo ist er denn? Er ist doch da wohl. Schön. Cancel computer shutdown. Wow. Oh, toll. Oh. Lebt ja immer noch. Okay, okay, wait. Just hear me out. Listen to reason. There's no need to do anything impulsive. You just tried to kill me. Yeah. I didn't mean any harm. Yeah, yeah. I know we'd rather have you with us. Ja, der Phaser ist auf Betäubung gestellt. Ich kann dich jetzt einfach hoffentlich mal schlafen legen. Come to terms. Ja, aber klar. So. Hä? Das war betäubend? Ja, ja. Awaiting Captain's authorization. Die Animation ist wahrscheinlich dieselbe, glaube ich. Cancel computer shutdown. Voice authorization, Rydek. Charlie. Five. Yankee. Ach cool, was wir uns aufgeschützt haben vorhin. Mhm. Termination sequence canceled. Vorhin, vor drei Tagen oder so. Ja. Witzig, das sieht aus wie ein Replikator. Belly of the Beast. Mhm. Okay. Hm. Hallo Dominik übrigens. Hm? Hi Dominik. Gut, dass der. Oh, Achtung. Ja. Schon sagen, das Riesenschiff war keiner da. Noch weiter. Okay. Schon blöd, wenn man mit so komischen Motorradhelmen unterwegs ist, aus dem man nichts sehen kann, oder? Also. Das Schweißerhelm, ja. Kennst du, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, das war einer ganz, ganz, ganz ersten Filme mit von Christian Bale, wo auch der Antagonist aus James Bond Goldeneye mitgewirkt, zumindest am Anfang, der ist dann glaube ich gestorben, der auch Ned Stark ist, hier Bean? Ja, John Bean, genau, danke sehr. Der Film ist echt gut,
ist halt mit manchen Effekten schlecht gealtert, sage ich mal. Mhm. Was mir aber im Kopf geblieben ist, ist einfach dieses die Motorrad-Helm-Armee, die sie da in dem Film einsetzen. Herrschaft des Feuers? These are the arteries of power coming from the Cotabula at the heart of the Aphelion. I can feel it coursing through my own body. So, jetzt nochmal. Herrschaft des Feuers? Herrschaft des Feuers. Mit dem Drachen? Nee, das war nichts mit Drachen. Das war so eine Sci-Fi, eigentlich etwas, was ich ungern gucke, so Dystopie mehr. So die Menschen. Ja, ich glaube, das könnte es sein. Es muss es sein, ja. Und bin ja dann noch so mitgespielt. Auf jeden Fall ein sehenswerter Titel. Ja, John Pertwee, Dominic Purcell. Ja, Equilibrium, genau. Hat zumindest eine, ich sag mal, eine sehr offensichtliche Botschaft, der Film. Mhm. Ah, ich glaube, es kommt gleich wieder so eine Schleicheinlage, die finde ich ja doof. Look there. Schleicheinlage? Ja. Ach, guck mal. I cannot move as freely inside this ship. Those emitters are why. If they were deactivated, I could travel past this chamber without setting foot in it. Only Takan can use Takan technology. How do I turn them off? Place these on the emitters. It will suppress their effect. The guards none the wiser. Got it. I'm coming too. If we both get caught, it's over. If it's just me, you can try again after I fail. That's good. Well then, don't screw it up. Ich hoffe, dass nicht einer von denen noch ins Gras beißt. Das hoffe ich auch, ja. Oh ja, hast recht. These are any of the guards. Links war eben an. Okay. Oh Gott. Wo denn eigentlich hin? Geht zur Treppe? Treppe hoch, ja. Du musst diesen Emitter da, diese großen Energiedinger oben. Jetzt rechts um die Treppe hoch. Oh. Ja. Weiß halt nicht. Machen wir jetzt ein bisschen schneller. Die uns? Ja, nee, die sieht uns nicht. Zum Glück nicht. Ja. Boah, wo klaut die? Ach, hier sind ja viele. Those guards can see the whole room from there. How am I gonna get past them? Maybe the crystal's portal gave me will get a reaction out of these consoles. It worked. Better move. Na super, jetzt haben sie auch noch angelockt. Ja, wo soll ich hier hin? Nee, aber die sind nach vorne gegangen. Müssen die Richtung weiter, ja. Ah, sie sind einfach davor vorgelaufen. Oh. Okay, die ist dahinter. Wir müssen dahin, oder? Ja, genau. Da wurde direkt geradeaus. Okay. Oh, Junge. Piep. Piep. Du hast es nicht geguckt. Piep. Nee, jetzt kannst du wieder laufen. Ah, du kannst. Ah, bist schon da, okay. Alter. Oh Gott. Jetzt schnell um die Ecke rum. Geh hier vorbei am besten. Und bis rein. So, Nummer 1. Ja, das kriegt doch keiner mit zum Glück. Ja, nö, ab. Nächste Ding. Oh, okay. Ich fühle mich wie Obi-Wan, wenn er zum Schildgenerator schreit. Ja, genau. Wo ist man? Ich
kann die Kamera hier nicht wirklich drehen. Also wenn hier was ist, sehe ich es zu spät. Okay. Scheint ja safe zu sein hier. Ich frage mich auch, diesen Laser, der hier gerade runterkam, ist das so ein Sensor? Ja. Jetzt dreht der Kopf zu dir zu. An der Seite langlaufen. Boah. Oh, Jetzt läuft er weg. Nee, du musst hinter. Da wo. Ja, zurück. Hinter dir musst du. Hinter dir ist der nächste Beam, oder? Hinter mir ist die Treppe, hier ist nichts mehr. So, ja, dann musst du da links runter wahrscheinlich. Da rein zu diesem Ding? Ja, ja. Okay. Sehe ich halt leider jetzt nicht. In welche Richtung? Ich glaube, er guckt gerade hierher. Ja, okay. Ja, genau. Weißt du was, das ist ein super Moment für einen kurzen Folgencut, weil wir sind bei 32 Minuten. Freunde, ja, wir schleichen beim nächsten Mal weiter. Ja. Schaltet ein. Bis dahin macht's gut. Hummel, Hummel. Was?